Die bewegte Geschichte der Bundesdruckerei auf 180 Seiten. In der Chronik Identität und Sicherheit, vom Staatsdrucker zum Partner für sichere Digitalisierung, blickt der Historiker Dr. Michael Kamp auf mehr als 250 Jahre Unternehmensgeschichte zurück. Alles beginnt im Jahr 1763, als der Buchdrucker Georg Jakob Decker von Preußens König Friedrich II. Das Privileg erhält, alle Druckaufträge für den Hof zu erledigen. Fortan werden dort sämtliche staatlichen Druckaufträge ausgeführt. Ende des 19. Jahrhunderts werden schließlich die Hofbuchdruckerei und die neu gegründete Königlich-Preußische Staatsdruckerei zur Reichsdruckerei verschmolzen. Erster Weltkrieg, Inflation, Zweiter Weltkrieg, Kalter Krieg. Die Entwicklung des Unternehmens steht im 20. Jahrhundert ganz im Zeichen der Weltgeschichte. In den Jahren nach der Jahrtausendwende folgt der Wandel von einer klassischen Wertdruckerei hin zu einem weltweit anerkannten ID-Systemanbieter. Die von der Bundesdruckerei entwickelten Pass- und Ausweisdokumente werden immer innovativer und sicherer. In hochmodernen Produktionsstrecken wird der elektronische Reisepass mit Chip sowie der Personalausweis mit Online-Ausweisfunktion hergestellt. Die Digitalisierung verändert die Bundesdruckerei und ihre Produkte grundlegend. Modernste Sicherheitstechnologien gehören inzwischen zum Kerngeschäft. Heute ist die Bundesdruckerei ein Hightech-Unternehmen, das mit sicheren Identitäten, Daten und Infrastrukturen Vertrauen in der analogen und digitalen Welt schafft und so das souveräne Handeln von Verwaltung, Wirtschaft und Gesellschaft ermöglicht. Als Sicherheitsunternehmen des Bundes und mit der Erfahrung von über 250 Jahren ebnet die Bundesdruckerei den Weg in eine sichere, digitale Zukunft.